So, willkommen zur zweiten Runde PlayStation All-Stars Battle Royale. Ich spiele wieder den Solo-Spiel im Arcade- bzw. Story-Modus. In den Kommentaren hat sich bei jemand mir gewünscht, dass ich Cole als nächstes spielen soll, und das war der TwoGuyBest069. Und das wollen wir da jetzt nochmal tun. Also packe ich Cole aus. Er hat jetzt nicht gesagt, ob ich den bösen oder den guten Cole auspacken soll. Ich weiß auch gar nicht, warum es zwei gibt. Aber ja, ich werde Cole mal spielen. Im Story-Modus. Und dann mal schauen, was seine Story so zu bieten hat. Ich versuch's mich jetzt an All-Star. Ich habe den noch nie gespielt, den Charakter. Also was heißt noch nie Level 3? Das ist ja ein kleines Spiel gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der funktioniert und was passiert. Aber ja, probieren wir es einfach mit All-Stars. Warum auch nicht? Die ganze Stadt zerfällt. Von Angst verzehrt und von Plünderern und Gangs verwüstet, bricht sie auseinander. Selbst mit all meinen Kräften kann ich sie nicht zusammenhalten. Ich brauche Hilfe, wie sie nur Menschen wie ich bieten können. Ich habe von Aktivitäten gehört. Ein Treffen von besonderen Menschen. Conduits? Gut, böse. Das weiß ich erst, wenn ich sie finde. Aber ich weiß, dass ich sie finden und alles tun muss, um sie herzubringen, damit sie mir helfen, die Stadt zu retten. So, er ist also irgendwie auf der Suche nach irgendwelchen helfenden Leuten für seine Stadt. Wollen wir mal schauen. Wir kämpfen als erstes gegen Big Daddy und wie immer am Anfang in dem Papa the Rapper Dojo, glaube ich. Jo. Und wollen wir mal schauen, ob ich das hinkriege. Mr. Zwiebel. Ich weiß noch gar nicht, wie stark die jetzt letztendlich sind auf dem Schwierigkeitsgrad. Aber der davor war ja schon ein bisschen, ich sag mal, war es noch relativ easy, sie zu holen. Jetzt sollte das vielleicht schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Aua. Aua. Na, jetzt blocken die auch wenigstens mal. Also am Ende nachher könnte es halt noch richtig schwer werden, wenn man da gegen diese drei Leute am Ende kämpfen muss. Aber mal gucken. Oh, momentan kriege ich ihn ganz gut. Er hat viel so eine Blitzkräfte, der Kohl, auch viel Range, habe ich das Gefühl. Dafür ist er, glaube ich, viel auf Nahkampf ausgelegt. Gerade, ich glaube, seine Special-Attacke 1, die kann ich später vielleicht mal zeigen. Oder vielleicht schaffe ich es auch jetzt. Die ist wirklich nur auf dem Nahkampf. Die geht wirklich nur, wenn man ganz nah dran ist. Deswegen finde ich es ein bisschen bescheuert an der. Ich weiß noch nicht, was die Zweier-Level macht. Deswegen gucke ich jetzt gleich mal, was passiert. So. Ah, okay, das ist nice. Da haut er halt über den ganzen Boden so eine Eiswand. Oh Gott, muss ich aufpassen. Und die Eiswand, mit der tut man halt alles töten. Daneben. Ich versuche ihn nämlich gerade zu greifen, weil wenn man ihn greift, dann verliert er wieder AP. Und jetzt hat er zum Beispiel kein Level mehr. Oh, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt kann ich ein bisschen abschießen. Jetzt geht's so über den ganzen Bildschirm. Ich kann hier hinten einfach ein bisschen rumstehen. Oh, 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 er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich versuch's jetzt mal mit meiner 1-Attacke. Nein, nein, nein! Oh, ausgewichen, aber knapp, aber knapp, aber knapp. Ah, ich habe ihn sogar getroffen. Man muss wirklich nämlich in ihm stehen, weil die Attacke echt nicht viel Range hat. Aber das geht eigentlich meistens. Oh Gott, au, 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 au. Ey, das ist das einzigste OP an dem scheiß Big Daddy. Diese scheiß, wenn er den Bohrer da unten in den Boden rammt, das ist echt nicht mehr normal. Da kommt man nämlich echt ganz scheiße weg. So. Komm her, Big Daddy. Oh. Und Level hoch wegnehmen. Und jetzt mache ich dich noch fertig. Komm. Letzten 30 Sekunden laufen. Oh je, oh je. Nein, 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 nein. Abgebrochen. Nice. So. Nerv ich ihn mal ein bisschen. Und tschüss. Okay, den habe ich jetzt echt wirklich fertig gemacht, glaube ich. Ein bisschen Luck. Na komm her. Oh, da hätte ich fast noch mal zünden können. In der Luft kann man die, glaube ich, gar nicht zünden. Das geht nur auf den Boden.
Schade eigentlich. So, was war das jetzt? 4-0, alles klar. Das war... Ja gut, das war der erste Kampf. Noch schwerer geht's doch, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube, ich bekomme später noch richtig auf den Sack. Ich sollte mich da... nicht den Mund voll nehmen, habe ich das Gefühl. Nur Sackboy und Sly Cooper. Das Problem ist natürlich auch, wenn die NPCs sich gegenseitig kaputt bashen und ich nicht mit den Kills hinterherkomme, dann habe ich ein Problem. Fertig! Kämpf! Boah, die springen wieder nur rum, die beiden. Komm her. So. Ich warte aber lieber bis Level 2 und vielleicht versuchst du dann beide zu holen. Oh. Aber der kann sich auch ranziehen wie Kratos. Das ist echt ziemlich geil, gerade als Nahkämpfer. Ah, okay, wer war das? Das ist Sly Cooper. Okay, muss noch ein bisschen aufpassen jetzt. Der hat jetzt alles Sackboy auf. Okay, okay. Ich weiß gar nicht, was das Sackboy für ein Special hat. Muss ich auch noch irgendwann mal spielen. So, jetzt versuch ich mal ein bisschen abzuschießen einfach. So, Level 2. Muss ich nur noch dazu bringen, jetzt so zu stehen? Nein! Beide nicht erwischt, was war das? Haben die beide gerade geblockt? Kann man die überhaupt blocken, die Special-Schläge? Ich weiß es nicht. Also mit dem, dass du dich kurz unbesiegbar machst, mit so einem Blinken, das geht. Aber nur mit dem Block-Taste weiß ich gerne. Ja, wenigstens einen erwischt. Wir haben beide gerade Level oben, ey. Ich weiß noch nicht, wann sie es zünden werden. Ich hoffe, die warten nicht beide auf ihren Zweier, dann könnte es problematisch werden. Weil denen ist meistens nicht so einfach auszuweichen, obwohl, ja, bei mir war es gerade irgendwie leicht auszuweichen. Okay, okay, okay. Ich will ihn greifen, ich will ihn greifen. Nein, 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 nein! Boah, daneben, ey. Nein! Aber ich habe nicht gedacht, dass das so lange geht. Ey, irgendwie fliegt er dann rum mit so einem Raketenwerfer oder so. Was war das? So, kommt her. Ich muss jetzt unbedingt noch einen Kill machen, sonst habe ich ein Problem. Oh, das war aber knapp. Jetzt einfach nur noch ausweichen, nicht vom Sackboy töten lassen, dann sollte das eigentlich mein Ding sein. Oder? Ja! Das war aber schon knapper, definitiv viel knapper. So, wen kriegen wir jetzt als Gegner? Nathan Drake, Heimachi und Dante, Alter. Die sind alle nicht so lustig irgendwie. Bin mal gespannt. Wenn Heimachi sein Zweier rausholt mit dem Bären, das ist nicht lustig. Definitiv nicht lustig. Ich bin nicht mehr in Shambhala. Oh ja, Heimachi ist echt. Der erste ist auch so lullihaft wie ungefähr bei Cole jetzt, weil der so auf Nahkampf ist. Aber der dritte ist halt richtig. Der Zweier ist halt richtig hart mit dem Bären, weil er richtig viele Kills holen kann. Was mache ich da? Oder was macht das Level da? Weil er hat irgendwie. Schwerelosigkeit oder so ein Shit? Nein, keiner erwischt. Verdammt.
Oh, komm, du, Nathan, der wirft immer nur seine bekloppten Fässer. Doch mal Affe, ey. Warum lässt jemand das zurück? Oh, jetzt sind sie alle gerade auf dem Level, ey. Boah, hat es nicht da wieder weggehauen, dieses Scheiß-Item. Komm, Dante abgebrochen, okay. Wer ist der jetzt auf 2? Ne, ist ein Drake, okay. Okay, Dante habe ich da gerade so... Oh, oh! Okay, hat er nur einen erwischt. Und zwar Yamachi. War okay. Hauptsache die NPCs killen nicht irgendwie 2 oder so, weil dann muss ich da echt zusehen, dass ich da hinterherkomme. Jetzt haben wir mal den Stab geschossen, oder was heißt der Stab? Diese komische Waffe hier. Aua. Man müsste auch gleich auf Level 2 sein, dann muss ich unbedingt jemand mitkillen, ansonsten muss ich das eventuell wiederholen, das Level. Hab ich eigentlich weniger Lust drauf. Oh! Oh komm! Ja, Level 2, so. Und los geht's. Ja! Alle drei abgeräumt, das ist mein Game. So, einmal kurze Unterbrechung. So, ich bin zurück. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Da war jemand an der Tür, beziehungsweise es war die Post, aber leider nichts Besonderes gekommen für mich. Ich warte ja immer noch drauf, dass ich jetzt bald mein neues Mikrofon bekomme, aber das wird auch bald der Fall sein. So, ja, noch die Runde schnell mal zu Ende bringen jetzt. Oh, da kommt was. Was kommt da? Okay, das ist ein Draker, so ein Special gezogen. Aber... Oh, hier liegt ja auch viel AP rum. Und hier liegt diese hübsche, ich weiß nicht, eine Stangenwaffe, ne? Einfach. Weiß nicht, wie ich es sonst nennen sollte. Oh Gott, wer hat da Level 1? Okay, auch daneben. Wie sie es alle am Ende noch auch noch zünden, einfach just for fun. So, dann wollen wir mal schauen, was jetzt uns im nächsten Level erwartet. Papa, Parappa the Rapper, Sweet Horse und die fette Prinzessin. Ja, keine Ahnung. Sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, aber wirklich schwer fand ich die jetzt eigentlich nicht. Da fand ich die davor eigentlich schwerer, aber soll man, wie gesagt, nie unterschätzen. Wenn man nämlich nicht aufpasst, geht das mal schneller vorbei, als man denkt. So. Nom nom nom. So. Und das tolle Bass-Level ist das ja. Piu piu piu. Nein, aua! Wir sind mich gerade weggehauen, ne? Nein. Wobei die fette Prinzessin eigentlich richtig hart sein kann, die kann einen richtig auf die Eier gehen. Boah. Parappa the Rapper schon auf 1, nicht gut. Oh Gott, die fette Prinzessin, ich will hier weg, ich will hier weg. Nein! Okay, jetzt hat mir die Prinzessin erwischt. Der Tod. Ach. So. Ich erwisch sie nicht. Was soll denn der Schmarrn?
Ich muss wenigstens wieder bis 2 kommen, damit ich wieder ein paar mehr killen kann. Wenn ich damit niemanden erwische, habe ich eh ein Problem. Weiß nicht, ob ich vielleicht mal bis 3 spielen sollte. Mal gucken, was dann passiert. Ich meine, momentan könnte ich es mir leisten, es vielleicht bis 3 versuchen. Ich probiere es. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ich muss halt neu machen. Aber ich würde gerne mal wissen, was beim dritten passiert. Ihr wahrscheinlich auch. Ich will nur ein bisschen konzentrieren. Mal gucken, was die Frage ist. Ja, gespannt. Bis jetzt war es eigentlich immer irgendwie eine Dante-Frage hier. Und Devil May Cry. Abgebrochen. Na, wann kommt die Frage? Oh, ich habe nur noch eine Minute Zeit, ey. Nein, er hat mich erwischt. Oh. Ja, jetzt. Wen holt er da denn noch? Welcher ist nicht aus Tekken? Nina, der Sackboy. Sackboy ist doch klar. Ich will da runter! Nein! Nein, nein! Aua. Ja, okay, ich schaff das nicht mehr bis 3. Muss sie jetzt irgendwie erwischen mit meinem Zweier. Nein! Kommt runter! Na, nur 2 erwischt. Ich glaube, der andere hat auch immer 2 erwischt. Ich glaube, das habe ich nicht gewonnen. Nee, fuck, ey. Er ist nicht gestorben. Scheiße. Nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt normal gedrückt. Ich habe nicht auf Beenden gedrückt, oder? Fuck! Wieso habe ich auf das gedrückt? Oh, Mann. Nervig. Ja, überspringen wir. Ja gut, ich spiele da gleich nochmal kurz schnell hin. Ich habe mich verdrückt. Ich mache die Aufnahme dann gleich wieder an, wenn ich an derselben Stelle bin. Bis gleich, Leute. So, ich bin wieder da. Echt, heute, sorry, ein bisschen eine Chaosaufnahme, tut mir leid. Dafür habe ich jetzt was Cooles herausgefunden. Und zwar kann man mit Kohlen mit der ersten Finisher trotzdem gut Leute töten. Allerdings muss man sie vorher einfrieren mit Kreis. Dann geht das eigentlich relativ gut. Das habe ich jetzt gerade ausprobiert, als ihr in den Spielen davor, als ihr nicht dabei wart. Das geht recht gut. Man kann halt auf Kreis die Leute einfrieren. Ich will das gleich mal versuchen, wenn Power of the Rapper jetzt mich mal lässt. Oh komm! Hier geht mich gerade auf den Eier. Hat sich auch schon auf Einzug gearbeitet, ey. Toll, wir hätten da durchgeschossen. Oh, cool! Level 1! Der für dich! Jetzt habe ich Perok the Rapper irgendwie einigermaßen unter Kontrolle gemacht, ey. Genau. Wenn jetzt noch jemand einfrieren. Nein, komm. Nein, diese scheiß Mine. Na, das war gerade eine scheiß Situation. Jetzt. Sogar 2 mitgenommen. Das ist eigentlich relativ easy. Das ist auch den Tipp, den ich euch als Kohle geben würde. Wenn ihr mit 1 finishen wollt oder müsst, weil die Zeit zu knapp ist, Kreis einfrieren. Und dann habt ihr eigentlich einen relativ sicheren Kill, sag ich mal. Boah, was fliegt denn hier schon wieder durch die Map, ey? Aua. Ich bin gespannt, was die Frage diesmal sein wird. Nein! Das steht jetzt, glaube ich, 1-1 oder sowas. Ich will jetzt mal wieder einmal einfrieren. Und Doppelkill. Meine. Clown von hinten. Nein, schon wieder der Clown! Resistance Fall? Weiß ich nicht. Resistance, wer ist denn das noch? Daedalus, Nathan. H?
Kabel? Ich hab keine Ahnung, was ich wollte. Und tschüss! Nächste und her. War so richtig. Boah, diese Bombe. Aber was passiert da oben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt einfach weglaufen. Ja, kann ich brauchen. Nein, 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 nein. Oh, daneben, Papa, but the Rapper. So, und jetzt vernichte ich euch mal irgendwie mit meiner. Nein! Papa Rapper, ey. Oh, dann. Nein, der hat mich da reingekickt. Oh, das könnte jetzt echt scheiße knapp werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es steht. Und ich glaube nicht, dass ich noch was hinkriege, diese Runde. Oh, war knapp. Ah, gewonnen. 5-3. Na, oh, dann geht's jetzt endlich mal weiter. Gegen Jack, Togo und Radek. Ich weiß noch endlich, wer Togo ist. Togo ist nicht die Katze von dem PlayStation Vita Spiel, sondern Togo ist die PlayStation Sony Katze. Maskottchen, was ich überhaupt nicht kenne. Wurde vielleicht in Europa oder so nicht ganz so beworben, wie vielleicht damals in Japan. So, Sanddorf von Jack and Dexter. Mal gucken. Der orangene Blitz! Fertig! Kämpft! Hey, geht's wieder nur um Kills oder was ist denn der Mond? Ich bin schon. Drei Kills sind, glaube ich, noch. Aua. Nein, nein. Wie groß ist jetzt schon von dem Tag, wo wir mit Togo spielen können? Weil ich jetzt am Anfang mit dem gespielt habe, gar nichts drauf hatte, was da doch daran liegen könnte, dass ich am Anfang wirklich nicht wirklich Plan habe, was ich überhaupt gedrückt habe. Ey. Oh, der hat so komische Schlagteile an der anderen. Nein, nein, nein. Ah, da habe ich doch gerade jemand eingefroren. Was soll denn der Schmarrn? Nein, 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 nein. Schon wieder jemand eingefroren und gleich unterbrochen worden. Tschüss, doppelt. Unterbrochen. Gut, gut, das ist doch gut, das ist eine gute Aktion. Mal schauen, was jetzt weitergeht. Oh, nerv mich doch nicht mit deinem Flammenwerfer. What the fuck, ey. Level 1. Jetzt schießt er so. Ach ja, eine Mann. Ging ja relativ fix, ey. Nur die Katze hat einen Kill gemacht, ich hab gar nicht Hilfe bekommen. Ja, was haben wir jetzt? Kratos, Daniel und Ratchet. Okay, das könnte schwer werden. Gerade weil Kratos der schwere NPC wird. Den muss ich vielleicht ein bisschen auf den Sack gehen, dem Kratos. Ansonsten vernichtet ihr mich, weil Kratos ist echt ziemlich stark, habe ich gemerkt mittlerweile. Ist echt ein starker Charakter, ich finde. Wo ich Kohl mittlerweile auch irgendwie anfangen zu mögen kann, weil man muss alle Charaktere nur spielen können, dann haben die alle etwas drauf. Muss halt nur wissen wie, es sind halt nicht alle gleich so offensichtlich, wie man sie spielen muss oder kann. Ich fertig. Kämpf. Okay. Hab ich gerade so leicht den Überblick verloren. Wie weit geht der Schuss eigentlich? Ich war fast über die ganze Welt. Haha, Kratos, abgestürzt. Tschüss, Kratos. Oh, aua, aua. Wer schießt denn da schon wieder so rum? Oh. Hab ich da wie eine Wisch? Nein, natürlich nicht. Oh, er war auch nicht gut. Gut, gut, alles noch im grünen Bereich. Aua. Aua. Aua, alles explodiert. Bam, so.
Der ist schon wieder auf Level 1, der scheiß Kratos. Und der Level 4. Alles explodiert. Verdammt, Mann. So, ein bisschen Konzentration hier. Level 1. Boah, Kratos, geh mir nicht so auf die Nüsse. Jetzt haut er mich da schon wieder hoch wie sonst was. Und er ist schon wieder auf Level 1. Level 1. Nein, 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 nein! Ah, scheiße! Er ist immer noch auf einem Level. Was ist denn hier los, ey? Und ich hab daneben. Ja, okay, das darf ich wahrscheinlich gleich nochmal machen. Was richtig? Nein! Leute, hat er gerade alles reingeholt? What the fuck? Oh, scheiße! Alle drei weggeflogen, er rotzte einfach rein mit seiner Kanone, alle weggestorben, ist klar, komm. Das probieren wir nochmal. Was eine Sau, der Ratchet, ey. Ich dachte, ja, ich muss mich um Kratos kümmern, ne, ist klar. Und Ratchet holt sie alle drei mit einem Schlag. Mit dem Einser wohl bemerkt. Oh, Kratos, ey. Piu, piu, piu. Oh, explodiert alles. Oh, Kratos, lege ich jetzt ein bisschen auf die Eier wieder ein. Na, mit deinem Hammer und deinen Ketten und ist okay. Ja, da hat er gleich schon den ersten verdammten Kill gemacht. Danke für die Waffen. Nein, er holt den NPC da oben. Nur ein Scheiß. Der haut mich gerade gut fertig. Da ein. Okay. Wow, zu einfach. Jawoll! Da hab ich schon einen schönen Doppelkill das am Ende geholt. Geht doch. Jetzt kommt auch schon das Story-Level. Wollen wir mal schauen, wen er als Gegner hat. Oh, Raid. Kann ich dir irgendwie helfen? What are you doing here? Ich suche bloß gewisse Menschen. And if they don't want to be found? Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Früher oder später werden wir alle da hineingezogen. Not me. Leave me out of it. Entweder hilfst du mir, oder ich halte dich auf. Hier. Okay, ich sage relativ easy, Raiden will ihm nicht helfen. Aber er will, dass Raiden ihm hilft. Das war so die Story, die ich rausgehört habe. Auf Raiden, auf das Spiel freue ich mich eigentlich auch. Ich weiß nicht, ob ich es mir noch holen werde. Mal schauen. Vielleicht mache ich ja sogar Videos dazu. Mal schauen. Wobei ich glaube, das kommt in der Zeit raus, wo The Last of Us rauskommt und sowas. Ja, ich weiß nicht, ob ich da durch Zeit dazu haben werde. Raiden spielen ja auch eigentlich ziemlich viele gern, auch im Online-Modus. Aua, 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 aua. Ich hoffe, das kommt ungeschnitten in Deutschland raus, ansonsten wäre das so schade. Aua! Nein, da habe ich gerade einmal geblockt. Ey. Ja, jetzt habe ich ihn abgebrochen mit einem Rohr. Das war gut. Jetzt versuche ich ihn irgendwie zu freezen. Dann komme ich das schaffen, ey. Hey, komm!
Nein! Er war da vorher draußen, bevor ich angreifen konnte. Nein, 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 nein! Ja, scheiße, 1-0 für den, ey. Okay, gehen wir es an. Alter, der haut echt richtig gut raus. Kann man gar nicht anders so sagen. Ich glaube, ein bisschen für Legende fehlt mir euch noch ein bisschen Übung, gerade wenn es halt neue Charaktere sind. Level 1. Geschafft. Da ist halt auch ein bisschen interessanter, vielleicht so zu gucken, wenn ich jetzt übermächtig einfach alles fertig mache, sondern noch ein bisschen am Verlieren bin und rotieren bin. Fuck, 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 fuck! Abgebrochen. Nein, 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 nein. Oh. Nee. So, ein bisschen mehr blocken. So, jetzt versuche ich mal wieder zu freezen. Gut, das war zu kurz, war ich zu weit weg, hat sich nicht gelohnt. Nein, 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 nein. Wie der blockt, ey. Und hohe Blockquote habe ich echt noch nicht. Weich doch nicht immer aus. Nein, ich hab. Das kann man nicht blocken, ey. Ich hab's versucht, aber es geht nicht. Dann muss man sich dafür ducken. Das muss ich mir angewöhnen, ey. Ja, der blockt mal eine Sekunde länger und er wirft dann sofort. So ein Assi. Ich krieg ihn nicht. Oh Gott, hab ich ihn links unterbrochen, ey. Ich wollte ihn zwar eigentlich holen, ne? So. Alter, knappes Ding. Nein, 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 nein. Hey, wie er mich immer in die Ecke drängt. Oh Gott, wenn er jetzt ein Special zündet, hab ich ihn! Problem, ey. Fuck, 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 fuck. Das muss ich nochmal machen. Neuer Versuch. Muss mir aufpassen. Auf jeden Fall, wenn er sein Special zündet, irgendwie nach unten ausweichen oder so. Richtig schwer, dem Scheiß auszuweichen bei dem, finde ich. Mit der Einser von ihm ist echt ziemlich stark. Nein, also hinter mich geschampt. Oh, er hat schon wieder Level 1. Ey. Aua! Nein, ich block es wieder nur, aber das bringt nichts. Wie dumm kann man eigentlich sein? So. So, 1-1. Nicht erwartet, was? Aber er ist wieder bald auf dem Level. Ich muss ein bisschen aufpassen. Am besten müsste ich ihn einmal werfen. Wie? Ich blocke und er kriegt trotzdem AP dafür? Meine Fresse, geht der mir auf die Eier. Tschüss. So. Muss ich echt aufpassen. Fick dich, Mann. Jetzt. Ich spring hier nicht so behindert rum. Nein, 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 nein. Abgebrochen. Nein, eine Sekunde geblockt.
Nein, daneben! Ja, das war's jetzt wahrscheinlich schon. Oh, gut ausgewichen, ey. Ich dachte schon, das wär's jetzt wieder gewesen, ey. Scheiße. Oh, Leute, ist der anstrengend. Raiden ist echt nicht lustig. Nein, 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 nein. Nein, zu spät! Fuck! Ich sag, fress es wieder auf Level 1, ey. Nein, 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 ja, fuck it, ey! Dass jedes Mal so pisse knapp sein muss. Geht mir echt auf den Piss. Fertig? Kämpf! No. Jetzt versuche ich dich mal. Ein bisschen konzentrierter. Vielleicht ein bisschen mehr blocken. Ich muss ja irgendeine Strategie dafür ausdenken, dass wenn er seinen scheiß Einsatz zündet, dass ich dem ausweichen kann oder ihn versuche zu unterbrechen. Aber blocken bringt mir halt nichts und das habe ich jetzt mehrmals versucht. Ich will schon wieder in die Ecke treiben, dass er noch nicht einen Schlag bekommen habe. Boah. Oh, das fängt so geil an. Muss ich ein bisschen mehr in der Luft mit ihm arbeiten, keine Ahnung. Au, 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 au. Au, au. Aber ich gebe nicht auf. Ich will den Typen jetzt kaputt kriegen. Und wenn das Stunden dauern wird, muss ich halt stundenlang hier an den dran sitzen. Au, 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 au. Nein, ey. Ja, die Runde ist geschenkt. Auch nicht, ob ich den jetzt noch platt kriege, aber diese Runde wird wahrscheinlich echt, da jetzt schon einen wieder im Vorsprung ist, ey. Weil ich echt hier noch dümmer anstelle als vorher. Ey, da ist er ausgewichen, diese Sackfresse, ey. Und? Ja, komm. Probieren wir es halt nochmal. Ich will ihn auf jeden Fall tot sehen. Fertig? Wow, 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 wow. So. 1-0. Aufpassen, aufpassen! Daneben. 2-0. Läuft doch!
So. Ey, diese Sau. Ich muss echt mehr damit arbeiten, dass man sich so unbesiegbar kurze Sekunden immer. Aber diesmal bin ich wenigstens echt fix im Ausweichen. Aua. Nein. Ich krieg den aber auch nicht gegriffen. Wenn ich eine Sekunde blocke, dann tut der NPC sofort greifen, ey. Das ist halt richtig hart. Nein! Wenn er mich dann in die Ecke drängt, kann ich nicht mehr ausweichen. Ja, bin bereit. Wenn ich das jetzt verspiele, kriege ich einen Anfall, ey. Einen richtigen Rage-Anfall. Geht doch! Oh, tut das gut, Leute. Oh, tut das gut. Ist auf jeden Fall machbar. So, jetzt kommt der Boss. Ich weiß nicht, wie schwer der Boss jetzt auf der schwersten Schwierigkeitsstufe ist. Deswegen wollen wir mal schauen. Aber ich gebe mein Bestes. Was ich am Ende hast du diese drei Leute da. Ich weiß nicht, ich glaube, da brauche ich alle meine Leben brauchen für. Wenn ich aufpasse. Ich glaube nicht. Oh, Kratos. Tschüss. Das war noch relativ easy. Dein großer Verlust. Du kannst dein Ende nicht verhindern. Showtime. Meine Schergen sind zahllos. Wo geht's? Sly Cooper und was ist der andere? Sackboy, okay. Wow. Die Waffe aufnehmen. Ich komme nicht dazu. Wow, praktisch. Oh, jetzt kommt hier schon der Giftscheiß, ich muss hier weg. Rotzt auf den Boden. Ich kann nicht mal den Sackboy zu fassen. Dann habe ich einigermaßen ausgemacht. Oh ja, die Raketen von oben. Freut euch. Nein! So, eins weniger. So, noch den Sackboy. Muss ich jetzt kaputt machen, ohne ein Leben zu verlieren? Das ist ein Problem. Ich brauch doch die Kugeln! Und nicht er braucht die Kugeln! So. Ja, komm, der Boss noch ein bisschen auf die Fresse. Nein! Jetzt habe ich bei alle drei, ey. Scheiße. Muss da irgendwie eine Strategie ausdenken, sonst verliebt es immer. So, ausweichen. Aua. Wer hat Level 1 Kratos? Der war ja klar.
Nein, nein! Ah, scheiße, zwei Leben. Das wird echt knapp. Jetzt hat der Staubsauger mich eingesaugt, das ist toll in der Müll. Immer, die sind so hart auf mir drauf. So viel kann ich gar nicht ausweichen. Cool. Gebrochen, ey. So, ich muss den loswerden. Ich muss wenigstens einen loswerden. Ansonsten kriege ich scheiße Probleme. Ein weniger. So, jetzt haben beide Level 1. Muss ich scheiße aufpassen. Ne? Boah, was ist denn? Weil habe ich da mein Level verloren, ja. Nein, nein, die Blitzfalle. Nein, daneben. Zu früh, ey. Boah, Kratos geht mir natürlich auf die Eier. Nein! Wieso hat der Kratos nicht weggeworfen? Was ist das denn? Kratos hätte sterben müssen. Jetzt habe ich ein Problem. Eindeutiges Problem. Nein, diese Blitzfalle, ja noch ein Leben. Ey. Das ist super. Wir haben beide noch ein Level. Das könnte Glückssache werden. Nein, ich wollte Kratos weghaben. Nein, die scheiß Kratos. Gott, glücklicherweise habe ich den abgebrochen, ne? Er hat einen Puls von 180. Der wird echt scheiß knapp. Daneben. Boah! Komm, ich geb dir richtig in dein verdammtes Gesicht. Na, definitiv eine spannende Runde mit Cole, würde ich sagen. Auch ein paar Unterbrecher lag mein tolles Neustarten mit der Postbote, aber. Boah, das. Spannende Runde. Oder was sagt ihr dazu? Oder habe ich mich zu blöd angestellt? Ich weiß es nicht. Aber echt. Versuch mein Bestes zu geben. Komplette Story Cole. 24. Oh, ja.
Falls ihr irgendeinen Charakter jetzt nehmen wollt in der nächsten Runde im Story-Mode, im Arcade-Mode, schreibt mir unten in die Kommentare, ansonsten werde ich mir irgendwas rauspicken. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns wieder im nächsten Video von PlayStation Battle All-Stars Royale, Leute. Es gibt Arbeit. Es ist Zeit, dies ein für alle Mal zu beenden. Zeit, allen zu zeigen, was ich tun kann und warum ich es tue. Ich werde diese Stadt retten oder beim Versuch untergehen.